Yo, Peace, Freunde, was geht ab? Heute einfach Stadionvlog wieder. Ich freue mich so. Heute Schalke gegen Heidenheim, Stadionvlog. Ich bin dabei. Endlich mal wieder. Und ich glaube, sogar mein erster Stadionvlog hier auf dem Kanal. Um nochmal Bock wieder hier, natürlich, bei Schalke, bei meinem Herzensverein, auf jeden Fall wieder im Stadion zu gehen. Nach über 3 Jahren war ich jetzt da schon nicht mehr, alt wegen Corona und alles natürlich auch noch dabei. Ich bin auf jeden Fall heute mit. Sehr, sehr Bock drauf. Viele fragen mich immer, wann ich wieder streame, aber ich sage euch ehrlich, unter der Woche FIFA zu spielen, ist natürlich nicht so geil. Am Wochenende, ja, Weekend League, auch mal Bock, manchmal nicht. Deswegen, auf jeden Fall bin ich wieder zum Tots auf jeden Fall am Start. Wie nun noch, müssen wir eben fertig machen und dann geht's auch schon direkt los. Tokio, da warst du dabei. Ich bin 64, ja. 65, Europapokal, Europacup der Frauen, zweiter Schaffen in Helsinki, auch in Finnland. Und deine Bestleistung, da muss ich mal drüber nachdenken. Bestleistung 100 Meter in 10. Wir haben die Leichtathletikabteilung geliebt, dank der Marie.
Torschützen, der Spieler mit den drei. Da sehen wir nochmal die Wiederholung. Die drei, Kuro! Itakura! Es ist die Nummer 24, Dominik! Back zu Hause hier, ich schneide gerade hier eben den Vlog und ich denke mir, Alter, war wieder mal ein geiles Erlebnis im Stadion, aber ich muss euch natürlich sagen, ich habe jetzt nicht auf der Fahrt so viel gefilmt, weil wir einfach mit dem Zug gefahren sind und der so rappelvoll war, dass ich nicht mal vernünftig stehen konnte und ich hatte eh nichts zu zeigen, vor, links, rechts, alle standen Leute da, deswegen war es dann leider nicht so geil, bei der Fahrt zu filmen, aber im Spiel habe ich dann dennoch hier sehr viel gefilmt. Ja, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da für den Algorithmus auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall mir wieder Bock gemacht. Heute ein bisschen neu habe ich euch da mitgenommen im Stadion rein. Geil, 3-0. Erster, einfach, ey, wenn Schalke wirklich die deutsche Meisterschaft holt in der zweiten Bundesliga, wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Und ja, dann macht's gut, haut rein und...